Emma, da wären wir ja schon angekommen in der Kita. Ja, hallo! Hallo, da sind wir! Ich meine, ich bin da, Emma, guten Morgen! Hallo, guten Morgen, Emma Vogel ist da! Ach, hi Emma! Schön, dich zu sehen, Mensch! Und natürlich auch guten Morgen, Frau Vogel! Guten Morgen, Luna. Ach, Emma ist heute Morgen schon ziemlich aufgedreht. Sie hat sich wirklich schon den ganzen Morgen auf die Kita gefreut. So, Emma Schätzchen, dann verabschiede ich mich mal. Ich wünsche dir heute viel Spaß. Komm mal her, gib mir noch ein Kussi. Hä? Moment mal, wo gehst du denn hin, Emma? Nee, nee, kein Kussi. Ich muss los. Ach, Mensch. Also schön. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß, Emma. Und du weißt Bescheid, sei bitte artig. Bis später. Wie gesagt, schön, dass du da bist, Emma. Also, die kleine Lea, die hat dich schon vermisst. Die fragt schon den ganzen Morgen nach dir. Ach Mensch, guck mal, wo wir gerade von sprechen. Da kommt sie ja auch schon. Hey, Emma, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Ich hab dich schon vermisst. Hey, Lea, was geht? Hier bin ich nun. Also, was machen wir heute Cooles? Das ist eine gute Frage, Emma. Hast du vielleicht eine coole Idee, was wir denn so schönes spielen könnten? Oh ja, also die habe ich. Mir fällt da etwas ein. Ich habe ja letztens mit Julian und Hannah, wir haben so eine Farbchallenge gemacht. Und das gleiche könnten wir auch machen. Also, dass man die ganze Zeit immer eine Farbe nur berühren darf. Und wir würden uns dann festlegen. Das ist so ein bisschen wie The Floor is Lava. Kennst du das? Oh ja, natürlich kenne ich das. Das wäre eine coole Idee, Emma. Also, ich spiele auf jeden Fall mit und ich bin auf jeden Fall dabei. Sehr gut, Lea. Also, was anderes habe ich jetzt von dir auch nicht erwartet. Also gut, wir entscheiden uns jetzt für eine Farbe. Die erste Farbe ist rot und wir müssen jetzt ganz schnell was Rotes finden und das berühren oder da halt draufsteigen. Okay, etwas Rotes. Oh je, wo ist denn etwas Rotes? Ah, da! Ja, ich hab's geschafft, Emma. Guck mal, ich hab gewonnen. Ich stehe auf etwas Rotem drauf. Ja, sehr gut, Lea. Für den Anfang nicht schlecht. Okay, jetzt muss ich noch zusehen, dass ich irgendwas Rotes finde. Hey, wie wär's mit dem Tisch? Da steige ich jetzt drauf. Erstmal auf den Stuhl und hops auf den Tisch. Geschafft. Guck mal, ich hab's auch geschafft. La, 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 la. Also, Emma, was ist denn hier los? Seit wann stehen wir denn auf den Tisch? Komm doch bitte mal runter. Du weißt ganz genau, dass wir uns nicht auf die Tische draufstellen dürfen. Der Tisch ist zum Essen da. Ja, okay, das stimmt. Tut mir leid, Luna, aber das gehört mit zum Spiel. Spiel? Ach Mensch, wie auch immer. Ich find's ja toll, dass ihr euch beschäftigt und hier so schön spielt. Aber eine Regel gilt, bitte nicht auf den Tisch steigen. Viel Spaß. Ja, yeah, Emma, das war ja richtig cool, aber du hast ein bisschen Ärger gekriegt. Also auf den Tisch sollten wir nicht nochmal draufsteigen. Hey, Leute, was macht ihr hier so? Hey, du, also wir spielen ein Spiel. Das ist so ähnlich wie The Floor is Lava und doch mit Farben. Also wir sagen immer eine Farbe, da müssen wir ganz schnell die Farbe berühren oder da draufsteigen. Cool, Leute, darf ich da vielleicht mitspielen? Ja, aber selbstverständlich. Je mehr Leute, desto besser ist das doch. Cool. Und ich habe auch schon eine Idee für eine Farbe. Und zwar orange. Ihr müsst jetzt alle ganz schnell auf etwas, was orange ist. Wo gehe ich denn hin? Ah, da oben. Yeah, geschafft. Guck mal, wo ich bin. Hier ganz oben in unserem Geheimversteck. Yeah, und ich bin hier auf der Treppe drauf. Und wo bist du, Emma? Ich hab's auch geschafft. Guck mal, ich bin auf dem Klodeckel drauf. Der ist ja auch orange. Hey, wo sind denn alle hin? Hey! Emma, was machst du denn da? Warum bist du denn auf dem Klodeckel drauf? Hey, du da unten! Guck mal, ich bin hier oben. Wir spielen ein cooles Spiel. Spiel doch gerne mit. Und zwar ist das so wie The Floor is Lava und mit Farben. Also wir sagen eine Farbe und du musst ganz schnell dann da drauf. Cool, okay, ich mach auch mit. Ihr habt alle die Farbe Orange. Moment, ich mache auch mit. Yay, und bereit. Guck mal, ich bin hier im Waschbecken drin. Tihi, und das ist auch Orange. Also bestanden. Yeah, sehr cool. Das hast du gut gemacht. Und ich habe auch eine Idee für die nächste Farbe, und zwar blau. Guckt mal, Edge Badge, ich bin die Erste. Das war ja voll einfach. Blau, Moment. Hey, ich bin jetzt auch auf etwas blau. Und guckt mal, das war wirklich super einfach. Und ich jetzt auch, Edgy Badgy. Und Lea, wo bist du?
Oh, etwas Blaues. Okay. Wo gibt es etwas Blaues? Ich gehe mal schnell die Treppe hoch und schaue mal, was oben noch so ist. Ah, da sehe ich doch was Blaues. Ich stelle mich auf die Kiste. Leute, ich bin oben auf der Kiste, auch wenn ihr mich nicht sehen könnt. Aber die Kiste ist blau. Und ich stehe da drauf. Hey, was macht ihr denn da? Emma, warum bist du auf der Tür und warum ist meine Schwester da oben so drauf? Hey, wir spielen ein cooles Spiel. Stell keine Fragen, mach einfach mit. Wir sagen gleich eine Farbe. Da musst du schnell was in der Farbe suchen und wir dürfen dann auch den Boden eigentlich nicht mehr berühren. Ja, genau, mach einfach mit. Und ich habe auch schon eine Idee für eine Farbe. Und die lautet grün. Schnell, sucht euch was Grünes. Oh, ich habe schon was Grünes. Da vorne, Leute, guckt mal. Ha, ich bin hier ganz oben. Ich frag mich irgendwie, wie ich hier hochgekommen bin. Boah, wie hast du das denn geschafft? Wie bist du da hochgekommen? Tja, Leute, einfach nur klettern. Das könnt ihr auch schaffen. Kommt einfach hoch. Cool, sollen wir auch mal probieren, da hochzukommen? Können wir probieren das einfach mal. Und hepp. Yay, wir sind jetzt hier oben. Guck mal. Aber es ist ganz schön eng. Also ich glaube, Emma, für dich ist leider kein Platz mehr hier oben. Hey Leute, seid ihr versteckt? Also ich bin immer noch hier oben und ich habe ein Versteck gefunden. Naja, also nicht Versteck, aber etwas Grünes gefunden. Emma, komm doch hoch, wenn du noch was brauchst. Hier ist noch Platz. Ja, ich bin auf dem Weg nach oben. La 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 la. Hey, wo bist du? Ach, da bist du ja. Ach nö, ich finde das öde. Aber guckt mal, da ist doch auch unsere grüne Uhr. Da könnte ich mich doch auch draufstellen. Aber wie komme ich da hoch? Ha, ich hab's irgendwie geschafft, guckt mal. Aber es ist ganz schön hoch hier oben. Und ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen Höhenangst. Kinder, es gibt Essen. Nanu? Ja, wo sind denn alle Kinder jetzt auf einmal hin? Also, hier ist irgendwie niemand. Guck mal, da ist Luna. Also, ich habe doch irgendwas gehört. Oh, Kinder, was ist denn hier los? Was macht ihr denn da oben? Hallo, Luna. Wir spielen ein Spiel, also wir machen so eine Farbchallenge. Und das ist so ein bisschen wie The Floor is Lava mit Farben. Und wir dürfen immer nur eine Farbe berühren. Und jetzt ist grün dran. Ja, das machen wir hier. Deswegen sind wir hier oben. Also, wie seid ihr denn da hochgekommen? Um Gottes Willen, also... Kommt da bitte runter. Das ist doch wirklich gefährlich und nicht zum Spielen. Ja, aber das gehört doch nur zur Challenge. Alles gut. Uns wird hier nichts passieren. Das macht richtig Spaß, das Spiel. Wie auch immer, kommt bitte jetzt da runter. Wirklich. Das ist nicht zum Spielen. Das ist so hoch. Da mache ich mir Sorgen. Ja, also, ist ja gut. Also, wir sind jetzt runter und, ja. Gut, könnt ihr mir bitte einmal sagen, wo denn die anderen beiden sind? Ich meine, wo sind denn Emma und wo ist Lea? Das können wir leider nicht sagen. Also, beziehungsweise, wir wissen das gar nicht, wo die sind, weil wir spielen ja dieses Spiel. Ich glaube, die sind oben irgendwo. Wahrscheinlich bei einer grünen Farbe. Ach Mensch, dann gehe ich mal hoch und schau mal, wo die beiden sind. Emma, Lea, es gibt jetzt was zu essen. Wo seid ihr denn? Seid ihr gar nicht hungrig? Ihr zwei, wo seid ihr? Ich weiß doch, dass ihr da oben irgendwo seid. Mensch, habe ich dich gefunden, Lea. Hallo, Luna. Ja, hier bin ich. Wir spielen ja ein Spiel. Also, ich verstecke mich gar nicht. Ich musste nur irgendwo hin, wo was Grünes ist. Tada, hier bin ich. Und ja, ich habe wirklich Hunger. Ich freue mich auf das Essen. Das ist schön, Lea. Das freut mich ja, wenn ihr Spaß habt. Aber sag mal... Weißt du, wo Emma ist? Ja, und schau doch mal hinter dir. Oh, ach, Emma, was machst du denn da oben auf der Uhr? Das kann doch nicht wahr sein. Komm da bitte sofort wieder runter. Das ist doch nicht zum Spielen da. Ja, würde ich ja, Luna. Aber ich weiß gar nicht, wie ich hier raufgekommen bin. Aber ich weiß jedenfalls, ich komme hier alleine nicht mehr runter. Es ist ganz schön hoch und ich habe jetzt ein bisschen Angst. Oh. Ach, Emma, du machst Sachen. Komm, zusammen schaffen wir das. Spring einfach auf drei und ich fange dich auf. Mach dir keine Sorgen. Also, eins, zwei und drei. Wow! Hey, du hast mich aufgefangen. Aber selbstverständlich habe ich dich aufgefangen. So, und jetzt runter mit dir. So, Emma,
Das ist ja wirklich toll, dass ihr Spaß habt, aber ich meine, das ist auch wirklich gefährlich. Du wärst doch da von alleine gar nicht mehr runtergekommen. Und stell dir mal vor, du wärst da runtergefallen. Ach, das wäre doch ein großes Jammer gewesen, Mensch. Ja, okay, da hast du recht. Das mache ich nicht nochmal. Das war mir eine Lehre, aber das Spiel, das war wirklich cool. Ich gehe jetzt runter zu den anderen. Hey, Emma, das Spiel hat wirklich so viel Spaß gemacht. Ja, wirklich. Danke, dass wir mitspielen durften. Das war wirklich toll. Tolle Idee, Emma, wirklich. Ja, das fand ich auch. Also, Lea, das Spiel war doch ein voller Erfolg. Ich meine, gut, zum Schluss hatte ich ein bisschen Höhenangst und manche Orte sind vielleicht nicht so toll gewesen zum Spielen. Aber es hat mir super viel Spaß gemacht und ich würde das auf jeden Fall unbedingt nochmal machen, oder, Lea? Was meinst du? Oh ja, Emma. Auf jeden Fall. Das müssen wir nochmal spielen. Hey Leute, ich bin's Emma Vogel. Wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Da findet ihr unsere tollen Hörspiele und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!